antwortet keiner. Was ist los mit diesem Koffer? Wieso wollt ihr was über den Koffer wissen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Petro. Es ist nicht, wie du glaubst. Wie lange habe ich hier gelegen? Ein paar Stunden. Oh, shit. Sei froh, dass sich mein Vater entschlossen hatte, mit einem kranken Schaf runterzukommen. Sie hatten ihr Auto unten an der Kurve geparkt. Die Hunde waren unruhig. Also kam er her und hat nach dir geguckt. Will die Nummer nochmal. Don Alfonso war immer noch nicht zu erreichen. Dann half Thomas mir hoch und führte mich zum Küchentisch. Die Küche stank, aber es war sauber gemacht worden. Wo ist Arege? Thomas buxierte mich auf einen Stuhl. Er schafft Abfall beiseite. Er sagte es mit einer Kälte, die ich so nie an ihm bemerkt hatte. Er stellte einen großen Becher schwarzen Kaffee vor mich hin. Trink erst mal das. Wen hat er erwischt? Den Blonden. Aber es muss dich nicht weiter interessieren. Nein. Aber warum bist du an meinem Koffer interessiert, Thomas? Warum hast du mir diese IAA-Schläger auf den Hals gehetzt? Ich dachte, wir wären Freunde. Das war nicht die IAA. Ich kann dir nicht sagen, woher ich meine Informationen habe. Aber sie gehören nicht zum republikanischen Heer. Den ETA-Leuten sind sie bekannt.